Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Bundeswettbewerb Gesang 2016 an der Universität der Künste in Berlin. Und wir wollen in den Fächern Oper, Operette und Konzert für Sie einmal reinschauen und reinhören, wen wir hier heute treffen können. Traviata ausgewählt, also die Arie von die Alfredos Arie, De miei volenti spiriti. Das ist ein Stück, das ich so gerne singe und immer bei Vorsingen singe ich es. Und dann die Jury hat entscheidet von einer großen Liste, was alles sie hören möchten. Und sie haben Schumann und Bach gewählt. Es ist immer, also ich habe dieses Schumann-Stück gewählt, als es wirklich viel interessantes Text hat
Und weil ich nicht, weil ich Ausländer bin, ist es eine gute Chance, um meine Deutsch zu zeigen. Und ja, also darum habe ich schon mal in der Liste, auf der Liste geschrieben. Und dann, ja, das war es. Ist es denn schwer, in einer anderen Sprache zu singen? Nein, wenn man die Sprache kennt. Also wenn man die Sprache sprechen kann, ich zum Beispiel kann Spanisch, Deutsch und Italienisch und Englisch sprechen. Aber ja, wenn man eine Sprache, die man überhaupt nicht kennt, wie Russisch zum Beispiel. Jetzt versuche ich eine russische Arie zu lernen und es ist überhaupt nicht leicht, weil ich habe keine Ahnung, was jedes Wort bedeutet, wie es zu sprechen. Und das macht Schwierigkeiten. Also ich denke, dass man muss auf jeden Fall die Sprache kennen, in der man singt. Und dann ist es recht. Sie haben ja heute mehrere Kandidaten begleitet. Ist der Unterschied, muss man sich sehr stark auf die Künstler einstellen als Pianistin? Steht das Stück im Vordergrund? Wie ist es heute gewesen? Also ich glaube generell, man muss sich schon auf den Sänger einstellen. Das ist sehr wichtig, weil also die Stücke sind natürlich uns auch allen sehr wichtig und wir versuchen unser Bestes zu geben und eine beste Interpretation daraus zu machen, was wir unter Interpretation oder unter diesem Stück verstehen und fühlen. Ja? Also, aber ich glaube, in dem Falle des Wettbewerbs es ist es einfach sehr wichtig, auf verschiedene Sänger sich einstellen zu können, auch also zuhören, folgen können, fühlen können, was der Sänger gerade braucht, weil es sehr wichtig ist, dass die atmen und sich bequem und sicher fühlen. Also es ist schon, glaube ich, also zuerst eine wichtige Sache, dass man dem Sänger gut folgen kann und mit dem Sänger gut kommuniziert, auf der Bühne auch. Der Bundeswettbewerb Gesang Berlin ist ein Wettbewerb, der Absolventen deutscher Musikhochschulen die Chance gibt, sich vorzustellen, bis zu einer Altersgrenze von etwas über 30 Jahren. Es ist wichtig für unsere Nachwuchssänger, dass sie sich messen können untereinander und auch von einer Jury beurteilt werden. Es gibt Preise, die ausgelobt werden und diese Preise helfen dann auch der Karriere ein Stück weit. Denn der Markt mit Sängern ist sehr, sehr voll. Die Arbeitsplätze werden leider nicht mehr. Die Theater werden immer mehr reglementiert. Viele müssen auch schließen und Arbeitsplätze abbauen. Insofern sind solche Wettbewerbe wichtig, um die Karrieren unserer Nachwuchskünstler zu fördern. Die Nachwuchskünstler, kommen die denn dann, wenn das Thema Bundeswettbewerb, kommen die aus ganz Deutschland, kommen die europaweit, kommen die weltweit? Woher rekrutieren sich denn ihre Sternchen? Der Bundeswettbewerb heißt deshalb Bundeswettbewerb, weil er bundesweit ausgetragen wird. Also die erste Runde findet in verschiedenen Bundesländern statt und die zweite und dritte Runde und letztendlich das Finalkonzert hier in Berlin. Es betrifft Absolventen deutscher Hochschulen. Wodurch unterscheidet sich dieser Bundeswettbewerb Gesang dann von Deutschland sucht den Superstar? Der Unterschied liegt darin, dass bei uns alle Kandidaten, die hier vorsingen und um den Preis konkurrieren, ein absolviertes Studium haben oder sich noch im Studium befinden und alle Profis sind, während bei Deutschland sucht den Superstar sich quasi jeder bewerben kann, der sich für talentiert hält. Oh!
Und gleich einmal ein paar Fragen. Wie kommt man denn zum Bundeswettbewerb Gesang? Ja, ich denke, das ist einer der wichtigsten Wettbewerbe in Deutschland für junge Musiker und für junge Sänger. Und habe von Freunden schon und Kollegen gehört, dass sie den Wettbewerb gemacht haben. Und nun bin auch ich dabei. Okay, wie ist es denn für junge Künstler, die an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ist dann die großen Bretter der Weltbühne mit diesem Steinchen in der Biografie, stehen dann offen? Naja, das denke ich mal, ist abzuwarten. Ja, also es geht natürlich darum, sich schon im Vorhinein gut vorzubereiten, dass man so viel wie möglich für sich dazulernt als Künstler, als Musiker. Und dann beim Wettbewerb natürlich so weit wie möglich zu kommen und Kontakte zu machen, Intendanten oder ja, Agenten kennenzulernen. Thank you.
Untertenor? Ich bin ein ganz typischer Chorknabe. Ich habe hier in Berlin im Staats- und Domchor gesungen und habe das immer weitergemacht. Und als ich dann in den Stimmbruch kam, wollte ich den einfach gar nicht wahrhaben. Ich mochte so diese Baritonstimme nicht, sie war sehr brüchig, konnte nichts mit ihr machen. Und ich habe immer irgendwie weiter hochgesungen, das ging irgendwie, fühlte sich gut an. Und dann irgendwann war klar, okay, ich rede jetzt schon mit einer tiefen Stimme und singe immer noch so hoch. Und eine Musiklehrerin hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es Kantoneure überhaupt gibt. Und ja, so bin ich dann einfach dabei geblieben. Wie kann man denn diese hohe Stimme halten, wenn man im Stimmbruch ist? Denn ist ja eigentlich weg. Also es ist schon, ich war im Stimmbruch und es ist wirklich nicht mehr meine Knabenstimme, sondern das ist schon ein trainiertes Falsett. Aber ich glaube, meine Muskeln, das sind einfach andere Muskeln, die da arbeiten. Und meine Muskeln haben sich sehr früh dann daran gewöhnt, weil sie einfach im Falsett singen wollten. Das kann jedermann trainieren. Mhm. Also es ist ja eine Möglichkeit, die jeder hat. Genau. Und so habe ich schon, ich bin schon durch den Stimmbruch gegangen, habe aber immer weiter hochgesungen, weil mir das viel mehr Freude gemacht hat. Und wie viele Jahre hat es bedurft, um hierher zu kommen? Ich habe mein Bachelorstudium hinter mir. Ich bin hier an der Hans Eisler in Berlin und studiere da jetzt noch im Masters. Das heißt, ich studiere jetzt seit 5 Jahren Gesang. Und wo soll es einmal hingehen mit dieser Stimme? gerne auf die Opernbühne. Ich merke immer mehr, dass Oper total meine Leidenschaft ist und dass mir dieses dramatische Singen in einer Figur am allermeisten Freude bereitet. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Bundeswettbewerb. Wie sind Sie denn darauf gebracht worden, hier heute aufzutreten? Naja, das ist ja schon ein relativ bekannter und ein relativ großer Wettbewerb, dazu auch noch hier in Berlin. Ganz konkret hat eine gute Freundin von mir, eine Kommilitonin aus meiner Gesangsklasse, die war vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre, im Finale. Und da war ich auch da, habe ihr Konzert gesehen. Und das hat mich eigentlich inspiriert zu sagen, okay, hier sind wirklich die besten jungen Menschen und das musst du auch probieren. Thank you.
zum Gesang gekommen? Relativ unspektakulär. Also ich habe schon immer gesungen, allerdings nicht unbedingt professionell. Also ich habe als Kind viel gesungen, gerne gesungen und dann kam ganz banal so mit 18 die Idee, ach, ich könnte ja mal Unterricht nehmen. Und daraus hat sich der Wunsch entwickelt, das weiter zu verfolgen. Das Stichwort war Unterricht nehmen. Wie lange haben Sie denn bis zu diesem Steinchen hier in Ihrer Karriere Unterricht gehabt? Lassen Sie mich mal rechnen, das ist schon ganz schön lange. Also so mit 7, 8 Jahren sind wir schon dabei, ja. Und wo haben Sie studiert? Ich habe meinen Bachelor, also das Grundstudium, das ist ein Bachelor of Arts sogar, an der HFM Berlin gemacht, also der Musikhochschule Hans Eisler. Und bin jetzt im Masterstudium an der UdK Berlin. Und wo werden Sie dem Publikum als nächstes vielleicht in einem größeren Rahmen zu sehen, zu hören sein? Gibt es da schon Pläne? Oder haben wenn Sie das jetzt im großen Rahmen nennen wollen, an Weihnachten singe ich in der Kirche Marienfelde ein Weihnachtsoratorium. Und das sind natürlich alle herzlich eingeladen.
habe in Detmold studiert, meinen Bachelor gemacht und mache dort gerade meinen Master für Liedgestaltung. Und wohin soll die Karriere gehen? In welche Richtung haben Sie sich da schon festgelegt? Ich denke, ich werde mich jetzt in nächster Zeit für Opernstudios in ganz Deutschland und vielleicht auch im Umland bewerben und versuche, so meine Karriere zu starten über ein Opernstudio. Und bis zu diesem Wettbewerb heute haben Sie wie lange gebraucht? So 6 Jahre. Vom ersten Semester. Auftritt unter Weihnachtsbaum, genau. Oder vom ersten Semester an. Also vom ersten Semester. Vom ersten, genau. Semester an. Aber ich meine, ich habe vorher viel in Chören gesungen, eigentlich mein Leben lang. Und genau, jetzt versuche ich mich im Solo-Gesang. Ich möchte dich.
mir steht, ist Frau Schatz. Und man hat gemerkt, ihre Aufregung war doch ganz schön da. Jetzt ist sie runter. Jetzt ist sie runter, ja. Aber es ist schon, man ist dann schon nervös, ja. Gibt es vielleicht von Ihnen so ein paar Tipps für den Nachwuchskünstler, der noch nach Ihnen kommt, ob es denn da für die Aufregung, für das Lampenfieber ein paar Handhabungen gibt? Meine Lehrerin sagt, so einen Schnaps trinken davor habe ich noch nicht probiert, das könnte man mal machen. Ich nehme manchmal so Beruhigungstropfen, so ein bisschen im Wasser, aber eigentlich ist viel durchatmen und viel in den Rücken atmen, gegen die Wand atmen, irgendwie mit dem Rücken. Das tut ganz gut, einfach sich locker atmen. Auch auf der Bühne eigentlich sich locker atmen. Es fällt dann halt schwer manchmal, wenn man dann so alleine da steht, aber das ist eigentlich für mich jetzt der Trick. Und einsingen vorher ist ja auch ganz wichtig, ne? Ja, wobei ich mich nicht so mit Vokalisen einsinge. Das mache ich ungerne, weil ich da bei so einer Situation eher fest werde mit dem Kiefer. Aber ich singe mich dann gerne mit der Pianistin an. Aleftina kenne ich hier, meine Pianistin, die heute gespielt hat. Deswegen, wir singen uns so ein bisschen in die Stücke rein und ja, so ein bisschen summen und solche Sachen machen das auch ganz gut. Und wie funktioniert das im Opernhaus, wenn die eine Stunde vor der Vorstellung singen, die Künstler sich da auch warm? Also mein Freund ist Bariton und der raucht eine Zigarette und dann ist er eingesungen. Das ist sein nicht, das kommt immer drauf an. Also es gibt auch Leute, die sich wirklich eine Stunde einsingen, was ich jetzt nicht könnte, weil dann hätte ich danach keine Stimme mehr. Mhm. Ich glaube, ja, das kommt drauf an, es kommt auf den Sänger an, ja. Auf jeden so selbst. Ja. Welcher Meilenstein ist denn der Bundeswettbewerb Gesang in Ihrer Karriere? Für mich, also ich habe den Wettbewerb gemacht, um ein ganzes Repertoire mal zu erarbeiten. Also zum Vorsingen, viel Vorsingen, und es sind ja auch, in der Jury sitzen ja auch Leute, mit denen ich vielleicht zu tun haben werde später, Operndirektoren etc. und Sänger. Und das war für mich jetzt einfach nur Vorsingtraining eigentlich, und natürlich will man dann irgendwie ans Ziel kommen, man will dann irgendwie auch Preisträgerkonzert da mitmachen und so, aber ja, ich habe das eigentlich gemacht, um mein komplettes Repertoire gut zu erarbeiten, wirklich sehr, sehr gut zu erarbeiten, sowohl Lied als Oratorium und Arien, und dann das Vorsingen üben, weil das ist, wie man gemerkt hat, ist es für mich immer noch so ein bisschen Stress und Nervosität ist da dabei, aber das kommt dann so langsam durch diesen Wettbewerb. Ist es denn der Wettbewerb an sich oder ist es, dass die zukünftigen Arbeitgeber ja im Raum sitzen? Ja, und das ist ja eine Talentschmiede. Ja, das ist es schon, weil es sitzen schon wichtige Leute, auch später dann in den nächsten Finalrunden. Es sitzen schon, und es kommen auch jetzt nicht unbedingt Leute von der Jury, aber es kommen noch andere Leute einfach dazu und hören einfach zu im Publikum, gehen ab und an wieder raus, haben vielleicht schon Leute, die sie sich anhören wollen, gezielt reingehen zum Zuhören. Es ist schon, man singt halt nicht wie jetzt an der Uni, ich studiere hier an der UdK, das ist halt kein Klassenkonzert hier, da bin ich jetzt nicht nervös, da wäre ich jetzt weniger nervös. Aber bei sowas, so eine Vorsingsituation ist schon viel Stress. Liebe Zuschauer, das war's. Wir melden uns hier vom Vorausscheid Bundeswettbewerb Gesang. Und wenn Sie mehr davon sehen wollen, selbst mal, dann können Sie am 28.11. im Schiller-Theater den Finalausscheid besuchen und einen schönen Abend erleben, die neuen Talente unseres Landes anschauen. Da sind dann die Sieger zu sehen. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss und Bye-Bye.